Ja, aber die eine Düse, die schafft das nicht. Das hatte ich eben probiert. Die eine Stufe schafft nicht, das zu beschleunigen. Das ist zu schwer oben für eine Stufe, also für ein Triebwerk. Deswegen bringt mir das nichts, wenn ich die unteren, also die vier drumherum, dann abspringe. Jo, ne? Das nenne ich mal Beschleunigung. Okay, das war's also auch nicht. Dann brauchen wir halt die Booster, die uns dann wirklich hochballern erstmal. So, das bedeutet. Dum, 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 dum. Und hier gleich die harten Booster hier. Damit es richtig abgeht. Das Ding soll einfach nur in den Orbit und den Rest macht das Teil dann schon alleine. Aber der Start ist halt das Schwierigste an der Sache. Abspringen will ich nicht, die, sondern ich möchte es so haben. Und das Schwierigste sind ja immer die ersten 7, 8 Kilometer. Aber wie gesagt, das eine Triebwerk, das ist ja jetzt bei 5 gesehen, durch das Gewicht reicht es halt gerade mal nicht. Ansonsten muss ich hier meinen alten Kraken rausholen. Aber das ist sehr tricky mit dem Kraken, deswegen will ich es erstmal so versuchen, ob ich so über die ersten 10 Kilometer komme. 3, 2, 1. Das sieht mir doch nach einer Beschleunigung aus. Sehr schön. Kommt nur leicht ins Wackeln, habe ich das Gefühl. Na, gucken wir mal. Ich lasse jetzt auf Vollschub, weil, wie gesagt, die 5 Stufen, die haben mir am Anfang nicht wirklich gereicht, das zu beschleunigen. Deswegen bin ich, wenn es so einen Peak gibt und es langsam zurückgeht, geht es ja irgendwann dann auch wieder schneller, weil man dann höher ist und die Anziehung nicht mehr so hoch ist. Aber diesen Punkt muss ich eben erstmal erwischen. So, wir sind bei 300 Meter die Sekunde. Das sieht schon mal besser aus als beim ersten und beim zweiten Versuch. Man sieht, die Beschleunigung ist noch da. Sehr gut. So, neigen wir uns zur Seite. Schwankt wie Ast. Mal ein bisschen Licht anmachen hier, damit man auch was sieht. Wo sind wir denn jetzt überhaupt von der Höhe her? Wir sind bei 86, wir können also einschwenken. Also kommen wir da immerhin schon mal auf eine schöne Höhe hier. Das entwickelt sich zu einer Arbeit hier. Ja, das geht ja jetzt. Also hauptsächlich irgendwann wird es erforscht. So.
Jetzt kann ich das nämlich erstmal runternehmen und sagen, spul mal hier vor. Geh mal hier schön auf mittig. Genau, sehr schön. Und sage jetzt hier mal Vollschub. Dass wir den Orbit hinkriegen. Worum geht es in dieser Folge allgemein um den Moonlander Version 1? Ja, das war mir zu heikel. Die 50 Tonnen da oben sind schon ziemlich heavy gewesen. Mit Einschwenken bei 10 Kilometer. Weil ich kam jetzt offscreen noch nicht dazu zu testen, ob es wirklich keine Wissenschaft durchgesendet wird. Weil das war ja so ein bisschen mein Problem. Letztes Mal. Machen wir jetzt hier das Licht aus, ist mir zu heikel. Wird eine interessante Geschichte. Ja, ne, Orion mit Mac Scharf, das war halt wieder eine ganz coole Sache. Und ich war ja schon mal im Überlegen, ob ich ein Let's Play zu Orion mache und habe jetzt so ein bisschen ausgetestet und ein bisschen versucht und mal gucken, was da kommt. Also irgendwas werde ich schon noch machen, aber mal sehen, weil Avorion finde ich auch ein sehr, sehr geiles Raumfahrtsspiel, sage ich jetzt mal so. Langsam geht es abwärts, aber wir haben noch ein paar Kilometer vor uns, um auf hier die 2200 zu kommen. Ja, Sonnensegel brauchen wir jetzt noch nicht ausklappen. Das ist noch nicht der Fall, dass das was bringt. Naja, ich würde im Zweifel würde ich es ja gerne als Together machen mit Mac Scharf, aber Mac Scharf hat durch sein Prüfungszeug und so leider nicht die Zeit dafür. Deswegen wird es eher ein Single werden, wenn es was wird. Mal gucken, ich bin da noch ein bisschen am Rumtesten, wie ich es mache, weil ja, ist halt. Im Zweifel schon ein spannendes Spiel, aber im Zweifel halt auch nicht. Deswegen muss ich mir ein bisschen was da überlegen, dass es auch für die Zuschauer interessant bleibt. So. Jetzt kommen wir langsam in den interessanten Bereich, wo uns die Teile ausgehen. Und wir mit dem Hauptantrieb hier noch ein bisschen zusteuern müssen. Da kommt er hoch. Sind jetzt bei 110. Zeigt schon an, dass wir jetzt einen Umlauf haben bei 30 Kilometer. Ist ja interessant. So, jetzt sind wir erstmal in der Umlaufbahn. Meine Fresse, das hat aber, es hat ein bisschen Sprit gekostet, ne? Hier vorspulen, aber geschafft.
So, ich möchte jetzt mal das Ganze in Pracht sehen, was ich mir hier überlegt habe. Hier vorspulen. Das heißt, ich möchte auch die Solarpanel auspacken. So. Und ich weiß, ich habe hier mich noch nicht damit beschäftigt, wie man hier die Teile durch die Shortcuts machen kann. Deswegen mache ich es erstmal manuell nochmal ein letztes Mal. Im Prinzip bleiben die sowieso immer aufgeklappt, aber falls Undocking und sowas, möchte ich hier das Ganze auch wieder einklappen können. So. Dann. Ne, andersrum. Andersrum. Ich möchte die Haube noch absprengen. Bitte Flugrichtung. So. Und das Teil, hier sind auch keine Fallschirme dran, wie ihr bemerkt habt. Das Teil ist wirklich bloß so zum Einsammeln der Leute gedacht, die hier rumschwirren, und es dockt halt dann immer schön an die Raumstation an. 3 Stunden 11 Minuten noch. Das bedeutet, wir müssten, die ist auf 260 Kilometer Höhe. Wir sind hier noch nicht mal ganz auf 260 Kilometer Höhe. Deswegen gebe ich hier nochmal Stoff. Und sage ruhig so auf 300. Kriegen wir noch schnell hin. Machen wir 330, da holen wir sie fix ein. In etwa so. So, das Ziel setzen. Was haben wir hier für eine Abweichung? Uiuiui. Die müssen wir aber korrigieren. Lässt sich soweit auch ziemlich gut steuern. Bis jetzt habe ich da keine Bedenken, dass das hier eine Dekonstruktion ist. Relativ präzise sogar. So. Vorspulen. Die Frage, muss ich denn jetzt überhaupt erstmal? Ziele setzen. Ich gehe gleich aufs Ganze und sammle den da hinten ein. Manöver hinzufügen. Null. Perfekt. Das heißt, ich muss hier runter. Dann kann ich gleich mal die Reichweite und die Leistungsfähigkeit dieses Teils testen. Ich sage hier mal 50. Und hier genauso 50. Oder das jetzt gleich hier drüben übernommen? Nein. 50,5 sollte schon gleich sein. Ja,
So. Spulen wir hier mal vor. 4 Minuten, das passt. Und da hier steht 1 Minute, werden wir jetzt hier Vollschub geben. Den können wir auch noch voll. Okay. Nein, 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 nein. Zack, X. Das war so nicht bedacht. Gut. Dann wählen wir uns auf der anderen Seite das aus. So. In der Weile vergeht auch die Zeit, bis wir dann den Moonländer haben. So. Ich spule hier mal vor 20 Minuten, dann hätten wir noch 2 Minuten. Visa 01, moin. Ja, um 50 Tonnen zu bewegen, ist eine lustige Sache. Aber wie gesagt, es reicht aus. Es soll ja hier nicht in Zweifel auf Geschwindigkeit gehen, sondern wirklich auf Manövrierbarkeit. So, geschätzte Zündungsdauer, machen wir los. So. Passen wir die Bahn erstmal an hier. Na, Visa, alles gut bei dir? Warum einschlafen? Hast du eine Nachtschicht gehabt oder was? Oder zu früh aufgestanden nach einer Partynacht? Obwohl, ja, Montag, Sonntag, naja, Sonntag kann man auch noch Party machen. Also ist ja nicht so, dass es verwerflich ist. Lassen wir das mal so und wir sind bei 1, aber den einen machen wir hier noch weg, Manöver hinzufügen. Wieder ausrichten neu. Und dann ist das hier ein Schubser von 42 Metern die Sekunde. Ja, ich habe heute dann Nachtschicht, ab heute dann 6-mal Nachtschicht, von daher gesehen, ich kenne das. Deswegen kannst du dir ja das Video später auch angucken. Oder bist jetzt gerade noch beim Frühstücken. Guckst du beim Frühstücken hier schön KSP an. So. 0-0. Perfekto.
So. Wo muss ich jetzt wie beschleunigen, um den Typen da möglichst günstig reinzukriegen? Weil ich möchte mit diesem Shuttle gleich mal einen retten. Ja, ich nenne das dann immer Feiermorgen. Aber ja, dann lass es dir schmecken. Das Feiermorgenbierchen. So, was ist denn jetzt hier?